Wir haben vor, den Bärenlochweg-Rundweg zu gehen, und dazu müssen wir zuerst den Bienenlehrpfad entlang über Steinmühle nach Monnikotshöld wandern. Das sind gut 4 Kilometer. Die erste Strecke müssen wir allerdings auf der Straße gehen. Wie schon gesagt, zuerst gehen wir gut 4 Kilometer bis Monnikotshöld, dann den Rundweg über den Lusen etwa 6,5 Kilometer. Kurz bevor wir die Teerstraße verlassen, kommen wir an einem riesigen Anwesen vorbei, bei dem es viel zu bewundern gibt. Nicht nur der Bauer, sondern auch der Hund begrüßt uns. Die Gartenflächen sind sehr gepflegt und mit viel Liebe hergerichtet. Kunstvoll wurden viele alte Eisenteile verarbeitet. Hunderte alte Gegenstände wurden hier gesammelt und aufgehängt. Um alles begutachten zu können, fehlt uns die Zeit. Stolz zeigt er uns eine alte Waschmaschine. Natürlich sieht das Zeug aus. Bei so viel, wie es hier zu bewundern gibt, könnte der Mann schon Eintritt verlangen. Wo man hinschaut, findet man Kuriositäten. Alles wurde mit viel Liebe zum Detail hergerichtet. Wir hielten uns nun lange genug auf und müssen nun weiter. Bis zu unserem eigentlichen Ziel, dem Rundweg, haben wir noch ein ordentliches Stück hin. Grüßt euch! Geht's jetzt zum Bärenloch? Ja, das haben wir vor. Bei Monnikotshöld beginnt unsere eigentliche Runde. Egal, wo man den Rundweg beginnt, es sind immer 6,5 Kilometer. Wir gehen den Rundweg gegen den Uhrzeigersinn, also in Richtung Eidenberger Lusen. Bald schon erreichen wir die von der Freiwilligen Feuerwehr errichtete Waldkapelle beim Eidenberger Lusen. Immer wieder sehen wir interessante Felsformationen. Der Name Lusen geht zurück auf das Verlosen des am Fuße des Berges liegenden Grundstücke, der Lusecker. Eidenberg leitet sich von dem altbayerischen Namen von Brennen ab. Von der Kapelle ist es nur ein kurzes Stück bergauf bis zum Gipfel des Eidenberger Lusen. Das schöne Wetter verspricht von oben eine gute Sicht. Schnell sind wir auf dem Gipfel auf 733 Meter. Das Hohe Kreuz stammt vom Turm der alten Wegscheider Pfarrkirche
die 1969 von einem modernen Sakralbau ersetzt wurde. Von hier reicht der Blick zum Dreisessel, steinernem Meer und Blöckenstein. Zum Fortsetzen unseres Rundwegs müssen wir wieder zur Kapelle zurück. Der Weg durch den Wald macht so richtig Spaß. Das Bärenloch hat seinen Namen nicht von Bären erhalten, die in Löchern hausen. Es ist von früher eine Flurbezeichnung. Heute ist Bärenloch eines der beliebtesten Wanderziele. Auf weichem Waldboden führt der Weg südlich nach Eidenberg. Hallo, setzt euch doch. Kurz vor Eidenberg verlassen wir den Wald und gehen durch den Ort. Auch hier hat ein Künstler alte Eisenteile verarbeitet. Die Beschilderung ist gut, der Weg führt östlich zum Osterbach. Osterbach ist die Landesgrenze zu Österreich. Entgegen der Flussrichtung führt nun ein romantischer Weg immer dem wildrauschenden Osterbach und der Landesgrenze in nördlicher Richtung entlang. Manchmal geht es über Knüppelsteige ganz nah an den Osterbach heran. Alle Wege dieses Rundweges wurden gut ausgebaut bzw. angelegt. Hier befinden wir uns am Wasserfall, ab da entfernen wir uns langsam vom Osterbach. An der Schutzhütte angelangt, haben wir nicht mehr weit zum Ende unseres Rundweges. Nachdem wir den Wald verlassen, können wir schon Monikotsöd Beginn und Ende unseres Rundweges sehen. Zurück haben wir nun auch wieder 4 Kilometer.